Ja, jetzt kommen Jan und Leon mit dem Presentation Optimizer Tool. Ich habe sie vorhin gefragt, ob sie ihr Projekt kurz in einem Satz zusammenfassen können. Und da waren die noch so eingespannt, dass sie nur kurz gesagt haben, den Tod durch PowerPoint verhindern. Und ich glaube, darum geht es, dass wir uns alle nicht mehr oder weniger mit schlechten PowerPoint-Präsentationen langweilen müssen. Ein Applaus für die Gruppe. Okay. Test, Test. Ja. Test. Nein. Nee, ich mach das. Ja, okay, mach Wir haben das Projekt Presentation Optimizer Tool oder wie man Tod durch PowerPoint vermeidet. Wir wollten also ein Tool erschaffen, das einem dabei hilft, bessere PowerPoint-Präsentationen oder mit LibreOffice geht auch, zu erstellen. Und dazu mussten wir uns natürlich erstmal fragen, was ist eine gute Präsentation? Das ist keine gute Präsentation. Und dann haben wir uns ein paar ja, einen Leitfaden überlegt mit ein paar Sachen. Was ist gut? Hier sieht man zum Beispiel, ja, dass die Textmenge, das sieht man recht häufig da rechts, dass die ganze Präsentation einfach voll mit Text ist. Wir haben uns überlegt, ja, maximal 20 Wörter, also je nach Präsentation, ist auf jeden Fall die Obergrenze. Oder hier die Schriftgröße ist sehr wichtig. Und wenn man einfach einen ganzen Artikel aus Wikipedia reinkopiert, dann schlafen einem die Zuschauer einfach alle ein. So, dann, man kann die Zuschauer sehr leicht mit Daten erschlagen, deswegen sollte man die besser mit so Grafiken darstellen. Ja, die Farben hier, mache ich schnell über das weg. Es tut sehr weh im Auge. Dann, ja, mit Bildern muss man natürlich auch immer aufpassen, weil rechts zum Beispiel ist der Kontrast sehr schlecht und man kann das schlecht lesen. So, unser Projekt, wir, also die Idee hatten wir zuerst, weil beim Brainstorming, weil wir überlegen sollten, was schlecht ist und was man besser machen kann. Und da ist uns eingefallen, dass PowerPoint-Präsentationen meistens sehr textlastig und sehr lang sind und man dadurch die Informationen, die vielleicht wichtig sind, überhaupt nicht an die Leute kriegt, die dann überhaupt nicht zuhören wollen. Und um das zu ändern, wollten wir ein Tool erstellen, das beim Erstellen hilft und auch für Einsteiger geeignet ist. Als für die Umsetzung wollten wir ein Plugin für LibreOffice in Java schreiben. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber also im Framework, also die haben dafür LOA, also Eclipse verwendet. Bloß hat das Tool, die Grundlage, die für LibreOffice Writer funktioniert hat, absolut gar nicht funktioniert für LibreOffice Impress. Deswegen haben wir bis auf eine funktionierende Entwicklungsumgebung für diese Plugins und dem Plugin selber, aber nur für Office Writer, wo es ziemlich sinnlos ist, weil es checkt, wie viele Wörter. Und wenn man nur 20 Wörter pro DIN A4-Seite hat, dann macht das keinen Sinn. Deswegen hoffen wir, dass wir das noch fertig entwickelt kriegen, die Schwierigkeiten überwunden haben und dann niemand mehr tot durch PowerPoint erleidet. Vielen Dank.